Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe heute mal was ganz Besonderes für euch und zwar habe ich eine Preview. Ich habe nämlich schon Artikel aus der neuen Catch the Glow LE von P2. Die habe ich von DM zugeschickt bekommen und ja, die kommt erst am 20. März raus und ich kann euch jetzt schon mal einen kleinen Vorgeschmack geben. Ich habe jetzt natürlich nicht alle Artikel, aber ein paar, ja. Und die möchte ich euch gerne zeigen. Wie bin ich dazu gekommen? Ich bin ja beim DM Blogger Newsletter angemeldet und ja, da erfährt man ja halt immer, wann die neuen LEs rauskommen und so, was ja sehr interessant ist. Und irgendwie hatte ich dann auf einmal ein Paket bekommen. Habe mich schon gewundert, habe ja nichts bestellt und ja, dann habe ich halt gesehen, dass da DM drauf stand und P2 und ich immer so, oh mein Gott, was ist das? Ja, und als ich dann aufgewacht habe, ich war ganz alleine gewesen, habe ich mich übelst gefreut, da ich so, oh mein Gott, ich kann es gar nicht glauben, eine LE, Und ich habe überlegt, wie ich euch das zeige und deswegen mache ich ein separates Video dazu, weil so ein Video habe ich auch nicht, es ist sozusagen eine Preview. Und ja, ich zeige euch jetzt mal die paar Artikel, die ich testen durfte. Also es sind noch viele, viele mehr. Leider habe ich die Broschüre schon weggeschmissen, sonst hätte ich es euch zeigen können. Aber ich war so euphorisch, dass ich alles noch ausgepackt habe und weggeschmissen habe, ja. Und die LE kommt am 20. März raus, falls ich es noch nicht gesagt habe. Und es ist eine Sommer-LE, würde ich sagen. So wie der Name schon sagt, Catch the Glow, fang den Glanz. Sehr, sehr sommerlich, sommerliche Farben. Also als ich das alles so ausgepackt habe, dachte ich so, oh mein Gott, ich schmink mich morgen sommerlich. Aber jetzt ist es ja gerade wieder kalt und ja, das geht halt nicht. Ich habe zum Testen bekommen ein Catch the Glow Water Intense Duo Eyeshadow. Ach so, ich wusste gar nicht, dass es ein Water Intense ist. Und das ist die Nummer 04 Terra Gleam. Und ja, der sieht so aus, die Verpackung sieht so aus und das sind zwei wunderschöne Farben, die man richtig gut miteinander kombinieren kann. Und zwar einmal so ein Braun. Das sieht so aus. Und so ein, ja, Türkis. So sehen die beiden Farben aus. Und ihr seht, wie richtig gut pigmentiert die sind. Also ich bin gerade selber begeistert. Und die kann man wahrscheinlich auch dann so mit Wasser benutzen und dann halten sie noch länger. Aber so finde ich die beiden schon richtig, richtig gut. Ich bin begeistert. Ich habe sie nämlich selber noch gar nicht ausprobiert. Ich wollte sie euch nämlich erst zeigen. In Kombination mit Wasser sorgt das extravagante Wet & Dry Lidschattenduo für einen umwerfenden Metallic Look. Ein schwereloses Tragegefühl in sommerlich strahlenden Farben. Also könnt ihr das auch mit einem nassen Pinsel auftragen, dann wird der Metallic Look wahrscheinlich intensiviert. Das finde ich schon mal sehr gut. Den Lidschatten hätte ich mir nicht gekauft aus der LE, was aber daran liegt, dass ich so viele Lidschatten habe, ja, dass ich keine brauche. Ja, so als nächstes haben wir einen wunderschönen Nagellack von P2 natürlich und das ist die Nummer 050 Copper Flash und das ist so ein Kupfer-Orangeton, also ja schwer zu beschreiben, irgendwie auch mit so einem Goldschimmer und das sieht aber sowas von sommermäßig aus, also, achso übrigens haben die auch alle hier, guckt euch mal hier den Pinselverschluss an. Das sieht ja hier auch sehr, 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 sehr schön aus. Und ja, den finde ich auch super schön. Der sieht bestimmt toll aus im Sommer, wenn man gebräunte Haut hat. Und ja, gefällt mir sehr gut. Den hätte ich mir wahrscheinlich auch so zugelegt, weil ich natürlich nicht genug Nagellacke besitze. Weil ich süchtig bin nach Nagellacken. Ja, was haben wir hier noch? Lucius Lipstick. Und zwar ist es die Nummer 040 Bay Bloom. Das ist hier so ein Lipstick. Erinnert mich so ein ganz kleines bisschen an die Astor Lip Color Butter. Und ja, der hat so einen schönen peachigen Ton. Seht ihr den hier? Und ja, auch total sommerlich. Also es ist wirklich so auf den Sommer abgestimmt, dass wenn man gebräunt ist, dann sehen so eine Farben einfach mal richtig Hammer aus, ja. Und ja, den hatte ich auch schon drauf. Der hält auch wirklich relativ lange. Und der gefällt mir richtig gut. Lässt die Lippen in sonnig leuchtenden Farben erstrahlen. Die super softe Textur in praktischer Stiftform sorgt für glänzende und perfekt konturierte Lippen. Ja, und der sieht so aus. Ich denke mal, da wird es auch noch ein paar andere Farben von geben. Den hätte ich mir dann wahrscheinlich auch zugelegt, weil ich so eine Teile hier immer sehr, 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 sehr gut finde. Ja, dann noch, oh, hey, ich grüße alle Blush-Freaks. Ich habe einen neuen Blush. Und zwar sieht die Verpackung so aus. Ich finde ja dieses Muster hier irgendwie total cool. Das sieht so ein bisschen nach Hippie aus.
und das ist die Nummer 020 Beach Fever. Die samtweiche Textur mit traumhaft schönen Pearl verleiht dem Gesicht einen sommerlich aussehenden Teint. Optimal geeignet zum Setzen von besonders strahlenden Akzenten auf der Haut. Ja, und das ist ein Blush in der Farbe, die ich noch nicht habe. Und zwar ist es eher so ein Bronze. Und ja, gefällt mir auch sehr gut. Bin mal gespannt, wie das aussieht, weil ich habe noch nie so eine Blushfarbe besessen, da ich ja eh nicht so viele habe. Und der sieht so aus. Ja, so bräunlich. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, so ein Braun als Blush zu benutzen, aber ich denke mal in Verbindung mit diesem ganzen Summer Glam und so, dann ist das schon echt cool. Ja, und die zwei letzten sind auch meine Favoriten, wo ich mich richtig drüber gefreut habe. Und zwar ist es einmal ein Hot Dazzling Mascara, die Nummer 010 Pure Gold. Mascara mit intensiver Leuchtkraft, atemberaubendes Volumen und exakt definierte Wimpern für einen ausdrucksstarken, strahlenden Augenaufschlag. Wasserfest sogar. Ja, das ist ein bunter Mascara. Die sind ja dieses Jahr total im Trend. Da freue ich mich richtig drauf. Ja, kleines Problem bei der Bürste. Wie ihr seht, da kommt so viel Produkt raus. Ich weiß nicht, ob ich hier eine Fehlproduktion habe, aber das muss ich da mal noch ein bisschen reinigen. Aber die Idee finde ich mega gut. Ich meine, ey, so, ich liebe ja sowieso buntes Augen-Make-up. Deswegen finde ich auch bunte Wimpern cool. Ich freue mich schon, die diesen Sommer benutzen zu können. Und finde ich sehr, sehr gut, die Idee. Und den hätte ich mir wahrscheinlich auch besorgt, ja. Also ein Goldschimmer auf den Wimpern, das sieht schon echt mega cool aus. Ja, hatte ich schon gesagt, die Nummer 010, ja. Und der letzte Artikel, den ich testen darf, und das ist mein absoluter Favorit, werde ich mir wahrscheinlich auch nachkaufen, weil ich jetzt schon Angst habe, dass das irgendwann mal alle ist. Also wenn die LE rauskommt, dann besorge ich mir das nochmal. Und zwar ist das ein Golden Powder Dust und das sieht so super süß aus. Da fängt es schon an. Und das ist die Nummer 010 Dazzling Haze und das ist Glitzerstaub. Goldener Glitzerstaub, also oh mein Gott, das ist so süß. Also hier drinnen, das ist so ein Puder und wenn ihr dann darauf drückt, dann kommt da richtig so ein Feenstaub raus. Feenstaub. Ja, und das glitzert dann, ich weiß nicht, ob man es sieht, aber es glitzert richtig doll und ich kann mir das richtig, richtig gut vorstellen, dann im Sommer. Und ich finde, es riecht sogar nach Kokos, also es riecht total sommerlich, ja. Und das finde ich total cool. Ja, leider, ich muss da gucken, ob ich die Preise irgendwie einblenden kann oder auch nicht. Ich meine, die LE kommt ja raus und es ist ja halt nur ein Vorgeschmack, ob es sich lohnt, überhaupt gucken zu gehen. Deswegen lasse ich dann die Preise wahrscheinlich weg, weil sie jetzt auch hier nirgendwo standen. Und ja, das ist mein liebster Artikel aus der LE. Welche würden euch denn davon interessieren? Also ich werde mir auf jeden Fall noch die anderen Nagellacke angucken. Das ist ja klar. Und gucken, ob es noch eine andere Farbe von dem Mascara gibt, weil ich das auch sehr interessant finde. Ich finde diese LE super gut gelungen. Es ist eine super tolle Sommer-LE. Am liebsten würde ich gleich mein Bikini rausholen und an den Strand fahren. Aber ja, so warm ist es ja dann doch noch nicht. Ja, ich hoffe, euch hat die Art von Video gefallen. Wenn euch sowas gefällt, dann sagt es mir. Dann mache ich das halt gerne, ne? Wenn ich sowas zugeschickt kriege, ist ja klar. Und ja, dann bis ganz bald. Freut euch auf die LE und wir sehen uns bald wieder. Tschüssi!